Duell der Gegensätze im Stadion am Zoo. Der Wuppertaler SV gegen die Fortuna aus Köln. Die Gäste aus der Domstadt in den schwarzen Trikots derzeit nicht nur auf Platz 3, sondern auch mit der längsten Positivserie der Liga seit, man höre und staune, 13 Spielen, nichts mehr verloren. Die letzte Niederlage gab es am 14. November. Die Hausherren, heute in rot-blau gekleidet, dagegen gefährlich nah an der gefährdeten Zone, allerdings mit 2 Trümpfen in der Hinterhand. Zum einen gab es für die Mannschaft von Trainer Björn Mehnert zuletzt 3 Siege aus 4 Spielen und zum anderen hat der WSV gemeinsam mit Essen bislang die wenigsten Spiele aller Teams absolviert. Auch diese Begegnung ja ein Nachholspiel vom 25. Spieltag und die ersten beiden Chancen dann auch gleich für Wuppertal-Grebe nach knapp 9 Minuten aus der zweiten Reihe. Ich hab's erwähnt, für die Gäste aus Köln auf den ersten Blick also alles top, alles super, aber das Team von Alexander Ende zuletzt dann doch mit sinkender Leistungskurve gegen die abstiegsgefährdeten Homberg und Lotte nur unentschieden. So kann man Dortmund 2 und Essen dann eben nicht ins Schwitzen bringen. Gleiches gilt für die Hereingabe von Poggenberg, aber flottes, offenes Spiel in Halbzeit 1 ohne optische Vorteile für eine der beiden Mannschaften. Gegen Ende der ersten 45 Minuten dann vor allem die Standards beider Mannschaften erwähnenswert. Lanius im letzten Moment geblockt. Wir machen den Sprung in die Nachspielzeit der ersten Hälfte. Nochmal Wuppertal im Angriff und dann Timo Hölscher mit einer heftigen Kopfnuss. Das Foul unstrittig. Der gefaulte Römmling noch an der Seitenlinie. Wuppertal bei diesem Freistoß nur zu 10, aber Wuppertal nach diesem Freistoß in Führung. Marco Königs schädelt ihn rein mit der letzten Aktion des ersten Abschnitts, schlagen die Hausherren dann doch zu. Königs ja mit massig Erfahrung aus dritter und zweiter Liga. Vor 5 Jahren kickte er noch für den heutigen Gegner, machte damals in Liga 3 16 Tore in 36 Drittligaspielen. Danach sofort Pause, Königs holt sich auf dem Weg in die Kabine noch das ein oder andere Lob ab. Der WSV gegen den klaren Favoriten aus Köln mit einer guten Leistung und nicht unverdient in Führung bis hierhin. Die Kölner also unter Zugzwang und auch mit etwas mehr offensiven Akzenten. Wuppertal dann doch mit einigen Unsicherheiten defensiv. Lars Bender im Winter aus Köln gekommen, klärt das Ding. Oh, sagen wir mal etwas unkonventionell, einmal kurz durchatmen. Offensiv die Hausherren mittlerweile nur noch über Konzergelegenheiten gefährlich. Und dann sagt auch noch der ortsansässige Maulwurf einmal kurz Moin, bereitet diese Riesenchance für Aramburu mustergültig vor. Ochojski kann im letzten Moment noch entscheidend stören. Viertelstunde noch zu gehen. Ballgewinn, Wuppertal im Mittelfeld und das spielen sie super aus. Pires auf den eingewechselten Saric und jetzt ist er drin, 2-0. Semir Saric, erst 5 Minuten auf dem Feld und schon darf er fröhlich in Richtung Tribüne grüßen. Na, vielleicht gilt der Jubel ja auch dem Kollegen an der Kamera, wer weiß. Cool gemacht, auf jeden Fall, vom 23-Jährigen guter Laufweg und dann ab durch die Beine von Keeper Schünemann. Das 2-0 für die Kölner, ein richtiger Wirkungstreffer. Natürlich, der Weg zurück jetzt ein ganz weiter, aber die Fortuna ganz offensichtlich auch ohne den Glauben, dieses Ding nochmal drehen zu können. Keine Gefahr in der verbleibenden Spielzeit und dann ist es amtlich. Fortuna Köln muss nach 13 Spielen erstmals wieder ganz ohne Punkte runter vom Rasen und verliert den 3. Platz an Münster. Wuppertal dagegen stellt auf 28 Punkte und verschafft sich eine super Ausgangsposition für den restlichen Abstiegskampf.